Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen PUBG-Turnier. Heute mit dem Christian, dem Jay, dem Jules, dem Sepp, dem Dalu, dem Fischi, der Franzi und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Grüße. Hi. Gewinnt, wer am Ende steht. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Spaß. Wir gehen jetzt einfach schon mal raus. Let's go. Let's go. Heute versuchen wir mal einen Drop zu holen, weil Drops können hier echt was bringen. Mensch, wieso sehe ich da den Strich? Wo ist hier die Zone? Achso, ne, alles gut. Sehen wir hier Leute? Da ist einer. Oder eine. Sonst sehe ich gerade niemanden. Oh, naja, alle weiter weg. Okay. Einfach in die Mitte der Zone jetzt. So fürs Feeling. I got a feeling. Da ist jemand. Da ist jemand mit Skin. Da sind zwei. Und zwar... Da? Will irgendwer, mit zusammen irgendwo droppen? Ich seh irgendwer. Ja, lass einfach Bootcamp alle. Du siehst, da sind nur acht Leute. Alle, ja, wo soll ich? Alle sind noch jetzt da. Da ist einer raus. Wer war das? Oh, Ruins waren noch frei, Leute. Was soll ich labert sagen? So viel. Okay. Habe mich dann doch entschieden. Wenn da keiner rausgeht, dann mache ich das doch einfach ganz entspannt. Weil... lande ich komplett alleine und habe das Dorf für mich. Das ist da, wo wir mal Verstecken spielen, glaube ich. Bringt mir jetzt natürlich sonderlich wenig hier Painan. Aber, ja. Ne? Achso, scheiße. Ich vergesse immer Shift zu drücken. Scheiß Spiel. So, jetzt aber mal schauen. Ist hier jemand in der Umgebung, in der Näheren? Sieht fast nicht danach aus, ne? So, Leute, auch heute wieder. Operation nicht als erster sterben. Alles andere lasse ich auf mich zukommen. Ich dachte kurz, wäre jemand über mir. War jemand über mir? Oh Gott. Eigentlich würde ich hier landen. Bermuda Dreieck. Standard. Aber da geht Fisch hier auch hin. Deswegen gehen wir in Camp Bra. Nee, wo gehen wir denn hin? Wir gehen in die Mitte. Wir gehen jetzt einfach in die Mitte. Fischi wird safe bei Bermuda Dreieck gehen. 100%. Und dann wird er die ganz normale Route machen. So Titmore, Kakao. Und er wird das nicht machen, weil er denkt, ich mach das. Und das ist dann niemand von uns. Und jetzt ist der Platz voll verschwendet, weil niemand da ist. Ich sehe auch gar keinen. Da oben ist einer. Bei mir ist keiner, oder? Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas übersehe. Das passiert mir so oft. Da hinten. Nee, hier ist nichts. Oh, hallo, Dach. Okay. Bitte lass mich jetzt die Fallschirme sehen. Okay, mein Fallschirm sieht man natürlich auch am besten, merke ich gerade. Da. Oh, die sieht man ja richtig weit. So, ab geht die wilde Fahrt, ab geht die wilde Fahrt. Nach Kao möchte ich nicht, aber hier zwei von den großen Lagerhallen finde ich schon gönnermin. Die kann man easy, vielleicht da vorne noch die eine Lagerhalle sich gönnen. Ich mag so Lagerhallen, da kann man schnell durch, da hat man eine Waffe, da hat man so Basic Elements. Und wenn ich das richtig sehe, kann ich halt auch schnell noch Resort gehen, weil da geht keiner runter. Ich habe keinen gesehen, der Resort runtergeht. Das fand ich sehr angenehm jetzt hier so. Hallo und herzlich willkommen zu PUBG! Dzień dobry, witam do tej Aufnahme PUBG razem z grupą Pizmit z Franciską, która się nazywa Smash Lunatic w internecie i z bardzo znanym i dobrym graczem Dalukart, który dzisiaj gra z nami razem też w tą grę. Komm, Shotgun oder was? Hab ich denn da gehört? Was hab ich gehört? Chunk. Das darf nicht passieren. Shotgun ist halt insane, ne? Das haben wir bei Christian gelernt. Die darf man halt nur nicht daneben setzen. Level 2 Rucksack, Level 2 Weste. Ah, endlich hier mal ein bisschen Heal, ey. Fühlt man sich immer scheiße ohne ordentliches Heal. Ja, Dreiervisier ist aber auch Quatsch, muss man leider sagen. Dreiervisier auf der Waffe, keine Ahnung. Oh, Helm Stufe 2. Der war gut versteckt. Oh, Rucksack Stufe 3. 10 von 10, awesome.
So, wir sind bewaffnet. Erstmal alles super. Zeit für den Nahkampf tatsächlich jetzt nur die Shotgun, weil... Oh, ist Duck-Duck direkt. Ja, eine M416 wäre irgendwie cool. OQBU. Ja, sollen wir sowas mal nehmen? Warum nicht? Ihrer. Nehmen wir halt auch mal sicherheitshalber mit. Müssen ja erstmal gucken, was wir für Waffen finden. Das ist ja immer die große Frage. Shotgun mal. UBU. Zu Einzelschuss. Ja. Aber ist, glaube ich, nicht so geil wie die MK12, ne? Hm. Da müssen wir nochmal genauer überlegen, ob wir das haben wollen. Aber zumindest nochmal ein Schalli. Oh, UMP, komm. Oh, nochmal UMP und die. Was die denn so kann, ne? Wenn wir noch eine MK12 finden, dann wechseln wir die. Aber dann bleiben wir doch jetzt hier einfach mal dabei. Übrigens auch die, die Windows-Einstellung, Benachrichtigung, habe ich endlich mal nach 2 Jahren geschafft auszumachen. Das wollte ich mit euch teilen. Natürlich super ätzend, wenn jetzt auch noch kommen würde. Ja, aber ich hab's endlich geschafft. Jetzt bin ich selbst immer auf dem Keks, mich selbst immer hart erschrocken hatte. Und hart erschrecke ich mich am liebsten nur unter der Dusche. Von daher passt das schon. So, MK2. Hä? Achso, ja klar. Ohne Rucksack macht das schon Sinn. Dankeschön. Ein größerer Rucksack muss es... Hä? Hatte ich gerade keinen Rucksack aufgenommen? Ich habe noch die Ammo nicht aufgenommen. Was habe ich denn da gerade aufgenommen, Leute? So. Und jetzt müssen wir gucken. Jetzt bin ich halt nicht am Zonenrand, jetzt bin ich halt in der Mitte. Also, weißt du was? We try. Hallo? Ah. Warte mal, wo bin ich? Nee, das ist ja Quatsch. Da wollte ich landen. Wo bin ich? Auf der Map. Da. Oh Gott. 1, 2, 3, 4. Ungefähr. Vor 20, oder? Ah, ich komme bestimmt nicht auf vor 20. Vor 21. Pray! Ist das eine K? Geil. K-A-K. Das ist mein Motto. Ne, wir machen KM4. Dann Muni reichen. Ja, Schalli bringt mir nicht so viel. Also nicht, dass ein Schalli nicht gut ist. Bin ich gut in PUBG. So. Movement im Sinne von den Überblick haben. So auch dieses, dass du deine Waffe wegsteckst in PUBG, wenn du irgendwie zu nah an eine Wand rangehst oder so. Ist ja, wenn du jetzt auf Realismus stehst, das ist natürlich ganz nice. Aber ich finde, das macht das Steuern so schwer. Ich habe immer das Gefühl, bei PUBG steuerst du über so einen Controller, als wenn du ferngesteuert bist. So fühlt sich PUBG die ganze Zeit an. Das ist nur so minimal, aber es fühlt sich an, als wenn du so ein Crane-Game steuerst. Die Kontrolle ist nicht direkt. Der läuft manchmal so einen Meter an und so. Ist schwer zu erklären. Sammeln wir jetzt erstmal nur wichtige Sachen ein. In meinen Augen wichtige, wie ein Schalli für eine MP. Na, nehmen wir erstmal einen MP mit. Noch ein Schalli für ein MP, okay. Spielen wir heute anscheinend nur MP? Ah, komm, eine M16 spielen wir. Oh, noch ein Schalli für eine M4! Nein! Tactical Stock. Oh, wir können Tactical Stock auf einer... Wow. Okay, lol. Ja, ich habe sogar einen Schalli jetzt gedroppt, weil... Also, deshalb. Weil ich krass bin. Ja? Also, weil ich krass bin. Brauche ich halt einfach nicht.
So, dann machen wir ein Rotpunktvisier drauf. Lol, Alter. Ich hab zwei, drei Schallis hier gefunden. Vier Schallis? Oh mein Gott. Das ist ja noch ein Schalli. Ich hab vier Schallis gefunden. Im zweiten Gebäude. Insane. So dumm irgendwie. Manchmal denke ich, ich habe keinen Helm auf. Weil der Helm, guck mal, der ist so dunkel. Wenn man nur mit dem Augenwinkel guckt, dann sieht man ihn nicht. Ich sollte einen anderen Helm nehmen, der ein bisschen bunter ist. Wir könnten auch eigentlich, guck mal, jetzt Tomb Raider-Vibes, ne? Können wir eigentlich mit der DBS spielen. Oh, da ist der Kompi, ne? Den hätte ich früher gebraucht. Obwohl, daran ist ja nun nicht gescheitert, letzte Folge. Leichter Griff nehmen wir mit, weil wir gleich eine SKS finden, ne? Wir könnten auch eigentlich mit dem Jetski rausfahren. Wie heißt das? Jetski heißt das gar nicht, ne? Wie heißt das? Das weiß ja wieder keiner. Mountainbike nimmt man immer gerne mit. Wir haben ja auch vor allen Dingen ein Dreier-Ding. Fuck, war das? Das ging nicht auf uns, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das ewig weit weg war oder ob das ein Schalldämpfer war. Nächstes Ziel ist, würde ich sagen, da. Okay, wir sind noch voll in der Zone. Let's go. Hallo? Und eine kleine Oma. Eigentlich ein Drop. Ich habe auch den Flieger gehört, aber ich sehe ihn leider nicht. Ich höre ihn. Kommt er noch? Jetzt wäre ein Visier noch ganz cool, was größer ist als dreifach. In dem Haus habe ich angefangen. Boah, Peter hat auch die Schrotze gehabt. Boah. Ah, die macht schon Aua. Hat er die Tür auf? Nee. Hör ich den die ganze Zeit? Tja, ey, eigentlich bin ich schon ganz okay ausgerüstet, so overall. Womit man arbeiten könnte. Visiere. Den mir tatsächlich noch nicht dran gedacht. Und aber so ein Fluki. Gucken wir mal. Kann ich schon mal Richtung Straße laufen. Überhaupt zum Fliegersee. Und wo der droppt. Man hört zumindest ein. Okay, das ist einfach so weit weg. Ich glaube, die fliegt nicht mal über mich rüber. Was ist denn das für ein komischer Flugwinkel? Ja, ich glaube, das Flugzeug ist irrelevant. Dann looten wir. Schüsse. Nicht mal so unendlich weit weg. Ach, das schießt ja mit dem Messer.
Gar nicht so weit von mir eingeschlagen, ne? Ich weiß nicht, ich weiß die Person überhaupt, dass ich da bin. Oder ist das so aus Jux und Tollerei? Aber ich würde sagen, es kommt von Westen 275, also irgendwie von der Quarry wahrscheinlich dann. Nehmen wir müsste jetzt noch ein. Ja, genau, ich wollte auf der Nahkampfwaffe das Scope haben, danke spielen. So, gehen wir mal rüber. Weißt du was, gehen wir hier ganz rüber, oder? Wo landet denn das Flugzeug? Ich sehe es gar nicht. Genau. Nein! Da reinspringen, Bruder. Schwester. Guck mal. Schalldämpfer gefunden. Ich hoffe, ich werde jetzt so potent wie Sepp. Kennt ihr das, wenn ihr so im Kopf habt ihr so Gags? Ich formuliere ich ein bisschen aus und mir ist mir seid ihr so, der ist voll scheiße, der Gag. Und trotzdem lacht ihr dann. Ja, das ist so ein bisschen mein Leben tatsächlich. Was der. Ich bin nur da drauf, ne? So easy. Ich habe mit der Waffe, habe ich mit der schon mal gespielt? Und wie gut sieht man den Laser? Ding ist. Chris. Ah, da wird eh gerade eh geschossen, okay. Christian weiß nämlich mittlerweile, wenn ich Schießübungen mache, dann. Dass ich das bin. Hat auch irgendwie nur 20 Runden gedauert, aber er hat es rausgefunden. Als erster und bisher einziger, glaube ich. Okay, cool. Oh! Oh, das ist gar nicht so weit weg. Die Schüsse da. Die waren aber nicht auf mich. Oh! Das war das aber nicht. Das ist nochmal ein anderer Fight. Aber Chris hat Sepp, Peter gemacht. Mit einer Schratze. Aber die oh, geil. Aber die Schüsse da hinten, das war was anderes. Das war eine andere Waffe. Das war nicht die Schrotze, die er geschossen hat. Das heißt, da hinten ist auch nochmal ein Fight. Beziehungsweise auf jeden Fall zwei Leute. Da müssen wir mal ein bisschen auf... Ich habe Dreck auf dem Bildschirm. Den dachte ich... Warte mal. Ich dachte, da ist jemand. Das war ein... Weiß er nicht. Okay. Von da also. Okay. Okay. Wir sind noch gut in der Zone. Aber die Phase läuft auch noch. Wir warten mal noch die 30 Sekunden ab. Ich bin relativ gut ausgerüstet. Mir fehlt natürlich noch was für die MK. Ein Griff wäre halt richtig wichtig. Für die Kontrolle. Oh, da könnte vielleicht was sein. Aufpassen. Würde ich jetzt noch einen Red Dot in dieser Tür finden, wäre ich zufrieden. Schade. Ich akzeptiere noch das nächste Haus für meinen Red Dot. Dreierscope weiß ich nicht, nee. Also meistens ist es ja eh so, dass egal wie ich move, die Chance, dass ja irgendwo einer sitzt, ist ja das größte Problem. Ich werde ja jetzt keinen hier rumlaufen sehen. Das, was am ehesten passiert, ist, dass ich in ein Haus reinlaufe, in dem jemand sitzt. Das ist ja die größte... Das ist ja gerade am Anfang eigentlich die größte Sorge. Dann ist ja eigentlich eh Ende. Wir bräuchten noch einen Griff und eine Zweierweste. Und einen Zweierrucksack? Brauchen wir einen Zweierrucksack? Keine Ahnung, nee. Griff wäre noch ganz nice. Laseraufsatz für die M4 ist aber auch Quatsch. Okay, dann gehen wir mal ins Resort. Denn die Zone zwingt uns ja eh schon. Wir müssen schon gut laufen. Aber das Resort ist noch drin, also alles easy peasy. Läuft doch. M4, UMP, Charlie. Also eigentlich müssten Leute bei mir mit runterspringen, damit sie halt eher einen Charlie bekommen. Die Wahrscheinlichkeit bei mir noch weitere Charlies zu finden, scheint wohl höher zu sein, als wenn man separat runterspringt für sich. Jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, auf jemanden zu treffen. Dann nehmen wir doch hier. Wie macht man Alt-Rechtsklick? Ah, so erkennt man das. Okay, nice. Okay, I like it. Vielleicht findet ihr das Schreckvisier doch cool. Eine Dreierweste. Natürlich. Ich habe jetzt den Tipp bekommen. So eine Zitrone, eine ganze Zitrone einfach in eine Flasche Wasser reinquetschen und die nach dem Aufstehen möglichst
möglichst nah nach dem Aufstehen einfach trinken, damit man, du hydrierst halt und der Stoffwechsel wird angeregt. Und ich glaube, es wirkt ganz gut bei mir und es schmeckt auch geil. Ich habe mir extra dafür ein Handquetschgerät geholt für Zitronen. Fette Empfehlung von mir, Leute. Wenn ihr Bock habt, Tipps von Archie. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich wollte mich erst noch mal ein bisschen umgucken. Am besten in lauwarm. Ja, das kann auch noch sein, dass das am besten ist. Ja, weil je weniger der Körper regulieren muss, der Körper merkt ja, oh, das finde ich zu kalt oder das finde ich zu warm. Und dann wird der Körper immer nachregulieren. Und das ist ja auch anstrengend. So, sterben wir jetzt? Ich riskiere es jetzt nicht. Ich springe hier nicht runter und hoffe, dass der Fallschirm kommt. Kann das sein, dass Peter schon tot ist? Ist Peter dead? Ich glaube, Peter ist dead. Okay. Wait, habe ich gerade noch was gehört? Sieben noch am Leben. Wer ist denn jetzt gestorben? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wo war das wohl? Der war mal mittig irgendwo drauf. Da war er gelootet. So. Immer schön hier überall. Nur ein Vierervisier, aber immerhin. Könnte Christian sehen jetzt. Da rechts im Bild gewesen. Wieder rechts im Bild. Hat ihn jetzt gesehen. Oh mein Gott. Weiß Chris, wo er, weiß Jay genau, wo er ist. Ich hab noch was gehört. Nein. Dammit. War das knapp. Dammit. Holy shit. Holy moly. Hat er mich erwischt. Alter. Erstmal was essen. Operation nicht als erster sterben ist schon mal gelungen. Weiter geht's mit Operation. Nee, ich will, brauch die 76762. Top 5 werden. Machen wir klein machen. Setzen wir uns kleine Ziele. Wahrscheinlich würde es Sinn machen, mit der Waffe rauszugucken, die einen Scope hat. Und einen Schalldämpfer. In dem Haus, in beiden war ich noch nicht, ne? Also richtig happy mit meinem. Ach, guck mal, ist das die 762? Ja, perfekt. Mal ein bisschen was von mit, weil diese Barrel, ne? Pray and Spray. Heute kickt die Paranoia hart. Ich schwöre, ich nehme keine Drogen. Also so keine Nebenwirkungen von irgendeinem Jazzkraut. Auch wieder da. Ich muss eh in die Richtung, ne? Da so, ich würde sagen, da so. Gebe ich jetzt gleich hin, aber irgendwie, ich bin echt nicht, brauche mehr Aufsätze. Ja, theoretisch bin ich noch in der Zone. Okay. Okay, hier passiert super viel gerade. Also, Jay hat Chris geholt, aber auch nicht hier. Da hinten hat halt auch was anderes wieder geschossen. Das heißt, da sind auch noch zwei. Definitiv, die fighten da. Jetzt weiß ich halt nicht, wo die anderen gestorben sind. Ich glaube, von da müsste halt noch was kommen, weil da ist ja jemand runtergegangen. Aber die Person war ja eigentlich auch alleine. Da ist ja keiner mitgekommen. Das habe ich nicht gesehen. Gott, ist das alles aufregend. Aber ich brauche definitiv einen Griff noch für meine Waffe. Also wir müssen noch mal looten.
Es macht Sinn, da hinten hinzugehen. Da ist ein Drop. Das ist aber sehr weit weg für mich. Vielleicht kommt noch ein zweiter. Direkt bei mir. Vielleicht. Maybe. Oh mein Gott. Ich gehe heute Lotto spielen, Leute. Erst der Win, jetzt der Drop. Und gleich noch mal ein Lotto laden. Boah. Wie lange ich mal brauche, um durch diese Türen zu kommen. Ein? Ah, da. Ein Red Dot oder ähnlich, vergleichbarer Vierlefanz. Was habe ich dafür gedroppt? Schnellzugriff oder Schnellzugriff, ist also egal. Aussicht überschaubar. Habe ich gelesen, Bathram. Bin ich auch. Wo bin ich? Ich warte mal die nächste Zone ab, damit ich weiß, wo ich hinrennen muss, damit ich jetzt noch nicht so doof laufe. Und ich sehe eigentlich auch ganz gut. Denke ich. Gute Sachen. Wie viel Munition haben wir? 113. Da könnten wir noch nachlegen. UMP haben wir auch 100 Schuss. Vielleicht noch ein bisschen Heilung. Falls wir noch die ein oder anderen Kampf mehr brauchen. Ja, vielleicht noch so ein paar Medis. Ich sehe erstmal keinen. Hat gehört? Mann. Gibt's hier keine HE-Granaten? Granate immer unten rechts rein, weil die am meisten Platz verbraucht und dann weniger Platz im Rucksack verbraucht wird. Wusstet ihr aber schon. Weiß ich? Ich flug scheiß gerne auf und zu. Wow! Guckt mal! Toll. Das Problem ist, Franz lebt noch. Wenn die jetzt diese Folge auch noch gewinnt, dann weiß ich auch nicht mehr. Und ich sollte mal anfangen, auf die Zone zu achten. Wieso haben wir den Laser mitgenommen? Okay. Da war ich schon drin, ne? Fahren wir Auto? Ich glaube nicht. Ich habe noch kein Wangenpolster. Und ich habe noch keine SKS. Wir laufen zwischen den Bäumen, okay? Meine Weste ist da auch angegriffen. Brauchen wir eine neue. Geil, direkt einen gefunden. Erstmal heilen. Puh. Endlich mal wieder ein Kill. Nicht der schlechteste Ort für einen Drop. Ach, warte mal. Den Punkt brauche ich. Ja, noch kein Sub. So. Rippy Droppy. Rote Zone. Ich glaube, ich bin im richtigen Moment weiter geschlendert. Geschlendermannt. Moment, ist hier irgendwo? Auch nicht. Ist das schon irgendwo gelandet? Ist ja dann, ne? Tür ist auf. Ah, da war einer. Da war einer. Ja, seht ihr das? Der holt sich die Kiste, die dumme Sau. Oder sie, dumme Sau, holt sie. Nee. Naja. Ja, auch Franz Hüse sein, die sich die Kiste gerade holt. Oh, vielleicht ist er ja aber auch eine. MK14 für mich drin. Das wäre natürlich ziemlich geil. Da hinten ist eine Zone. Aber jetzt muss ich mich doch ein bisschen beeilen. Ich dachte, der wäre viel näher. Scheiße. Oha.
hoffe, dass niemand anderes zu diesem Job möchte. Ich habe noch eine Smoke, die werfe ich da jetzt hin. Ah, toll. Ja, super. Fuck! Shit. Oh, sorry, das war sehr laut. Oh, sorry. Meiner Franzi. Die OP ist ganz schön stark. Ah, gute Hits. Arschteil brauchen wir auch noch. Oh, die Zone. Okay. Aber ist ganz gut, so stealthy in die Zone reinzulaufen erst. Finde ich. Jetzt können wir natürlich eine Barrel nehmen, ne? Wir haben auch, guck mal, wir haben auch den Kompi, ist okay. Ein bisschen aufregend. Jetzt nicht mehr so viele Leute am Leben. Oh, ja. Die verrecken alle. Ich sehe das immer nicht. Wer ist tot? Ah, nee. Ich hab's falsch rumgelesen. Ich gucke immer, wer gemutet ist und wer nicht. Weil wenn man stirbt, entmutet man sich, ja. Und in meinem Kopf war jetzt, ah, da wo ein X dran ist, da sind die Leute schon tot. Nee, die sind einfach noch gemutet. Das heißt, sie sind noch in-game. In the round meine ich natürlich. In-game sind alle noch. Black Long Snake hat Smash Lunatic platt gemacht. Franzi! Die amtierende Meisterin wurde einfach von Jay weggelasert. Ja, okay. I like it. Ein schwerer Gegner weniger. Jetzt sind wir nur noch 5. Gefällt mir eigentlich nicht. Ich will noch ein paar Kills machen, so. All in all. So, was sagt die Zone? Die Zone sagt, ich stehe geil. Diesen Stein mag ich auch total. Weil der ist einfach awesome. Der gibt mir richtig gute Deckung. Deckung, Sichtschutz, der gibt mir alles, was ich brauche. Oh, da war der Bait. Top 5 haben wir gemacht. Ihr nächstes Ziel, weil ich glaube, der steht direkt vor mir, ist Jonathan erschießen. Bist du Jonathan? Johnny Boy, oh Johnny Boy. Hm. Nach außen rum ein bisschen, weil ich hab der Winkel, so wie scheiße den ich habe. Ich sehe ihn, er hat mich gesehen, 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 ich sehe ihn, er hat mich gesehen. Gesehen. Geil, hat er. Der schießt gegen den Stein. Das ist so ärgerlich immer, das ist so ärgerlich. Oh, Jules guckt sich um, sehr verwirrt. Der rennt weg. Jules auch. Auch. Wow. Wow. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Hätte gerne auf Franzi gelootet, aber leider schaffe ich nicht. Hätte ich tatsächlich ganz gerne noch gemacht. Aber krass, dass der mich gesehen hat, ey. Auch so ziemlich aus dem Augenwinkel, ohne Scheiß. Mal hier Gas geben, ey. Erstmal noch was snacken. Tipp ich halt kurz, ist mir egal. Ich will zumindest pre-madded sein, wenn ich da reingehe in die Scheißzone.
Von hier werden viele kommen. Hier ist halt sehr open. Ich denke, am Resort wird noch einer sein. Also ich werde eher die Richtung. Ist, glaube ich, interessanter. Okay, wo laufen wir denn am dümmsten? Also wir kommen am spätesten rein. Eventuell von allen. Das könnte ein Problem sein. Und wir sind schneller als die Zone. Wir snacken halt am Ende nur alles ab, was noch übrig ist. Wagenpolster wäre echt noch wichtig. Gerade wenn wir bei der SLR bleiben müssen. Hier wurde schon gelootet. Okay, nur ein Wagenpolster möchte ich gerne haben, bitte. Ich muss auch nicht unbedingt die SKS haben, aber ein Wagenpolster wäre jetzt echt wichtig. Ah. So, jetzt nicht mich irgendwie plötzlich sehen und mich abschießen, weil ich bin sehr low. Okay? Ich auf die Barrel hier kurz, weil sie mir jetzt schon ganz nah ist, ja, ne? Ja, ja. Sicher ist sicher. Da hatte Jamie mich gar nicht gesehen. Aber der müsste doch auch an mir vorbeikommen. Wo da rechts ist, wer? Gut, kann ja auch überall sein, ne? Okay. Kurz einmal entspannen. Okay. Aber noch nicht. Ja, boah, das ist auch. Oh, nee. Das Ding ist ja bös. Fünf Leute noch. Noch hat mich keiner abgefuckt. Also im Sinne von. Noch habe ich zwar nichts gehört, aber das heißt nicht, dass hier keiner ist. Da oben ist halt noch ganz cool zum Verstecken. Also nicht, dass wir Verstecken spielen, aber. Ist halt das Waiting-Game gerade für die Zone. Warum sich jetzt hier die Blöße geben und offen auf dem Feld rumrennen? Die Zone ist noch nicht klein genug für einen offenen Starkabtausch. Auch wenn ich Bock habe zu schießen, weil ich habe zwei Charlies, ist erstmal nicht so schlimm zu schießen, in meinen Augen. Sonst weiß halt immer direkt jeder, wo du bist. Ha. Boah, die sitzen bestimmt in so kleinen Bumshäuschen wieder vorne. Dann bin ich wenigstens draußen. Oh mein Gott, die Zone ist geil. Die Zone ist richtig, richtig gut. Hallo. Kann ich mich abschießen? Ich bin ein bisschen low. Phase 5? Ich sterbe. Ich sterbe. Seit wann ist denn jetzt schon Phase 5? Alter. Das war krass. Das hat mir jetzt gerade. Da bin ich kurz rot geworden. Hier müssen. Oh. Oh. Ich bin da. Jawohl! Was? Oh Mann. Was? Jawohl. Wie was? Also. Was voll in der roten Zone für die ganze Zeit hast du da gesessen und ich habe mich schon gefragt, was macht der Junge da? Ich war so abgelenkt, weil die Zone 5 schon war. Wie aber auch einfach genau die erste Rakete Jay auf dir landet. Jay und Jules rennen aufeinander zu. So ich dachte, Franzi mörsert wieder. Ich guck hoch. Franzi mörsert wieder. Und dann bin ich tot. Wenn's auch rot ist. Oh ne, jetzt nicht raus. Jetzt kurz warten.
Ah. Fischi war hier irgendwo und wurde anscheinend von der roten Zone weggemacht. Naja. Oh Mann, Alter. Von oben links waren gerade Schüsse. Hast du erschrocken? Jeder Stein hier könnte sein. Nein, ich habe was verpasst. Alarm Fische geschrieben. Okay, okay. In der Red Zone. Anna haben wir. Ein bisschen schon mal schädigen. Kann man ja mit dem Schalli machen. Aber natürlich auch keine Kuh. Autsch! Das war ein Schalli von bisschen weiter weg, würde ich sagen. Wo war das? Von da hinten. I don't like it. Er weiß, wo ich bin. Ich werde mal moven. Entgegen seiner Richtung. Ich muss jetzt erstmal heilen, ne? Scheiße, wer war das? Das war bestimmt Jay. Oder Zurpel, war gar nicht so gut geschossen, ne? Eigentlich hätte ich tot sein müssen. Oh, Franzi. Alter! Das war Dalu. Okay. Mein Störsender hat gerade Geräusche, mein heißt, es ist einer in der Nähe. Ach! Jetzt so ein das Ding abgefuckt. Ich hab den Störsender nicht gecheckt. Die Zone kommt schon. Wieder so eine Rotze hier mit Häusern. Nee. Nee. Schlecht. Adrenalinspritze rein und kurz mal warten. Oh Mann, Alter. Von oben links waren gerade Schüsse. Alter. Wirklich.
Okay, das war. Also, ich habe das noch nicht ganz verstanden bei PUBG. Mit Fahnenkreuz drauf und so. Und da, du brauch ich eigentlich nichts. Brauch nur ein bisschen Deckung. Ja, ist doch safe, einer. Der hat auch einen Schalli. Wieso haben wir alle einen Schalli hier? Okay, der hat immerhin was gefressen. Darf mich jetzt nicht zeigen. Irgendwo da hinten müsste Sepp sein. Scheiße. Fuck! Lass das! Lass das! Ist hier weg. Nicht gut. Nein! Alter, Jonathan, fucking OJ, Apel, OJ, jedes Mal! OJ, jedes OJ, Mal! OJ. Oh, das ist meine Chance. Wo war das? Das war einmal hier vor, rechts oder links? Kann das nicht überleben. Niemals. Das sind Guerilla-Taktiken. Mein Gott! Verstecken-Skills rausgeholt! Let's go! Oh, nicht der da so rollt. Jawoll! Alter, ey, das waren so scheiß Zonen für mich am Ende, ey. Boah, waren die assi. Oh mein Gott, Alter, 4 Kills cool, Jay. Stark. Ja, ja Mann. Sehr stark, sehr ich finde, die Folge springen wir nicht raus, okay? Oh. War so hat gut, sich ey. Die rote Zone einfach weggenudelt. Boah, war das geil. Vor allem, du stehst da und gerade kam es. Ich dachte so, wäre das witzig, wenn er jetzt stirbt. Bum, bum. Also vor allem dieser Blick nach oben, ne? Oh, Franzi mörsert. Wow, ich gucke hoch. Tot. Ja, geil. Lol. Ich habe wirklich die Runde gemörsert, aber ich habe niemanden getroffen. Ich habe gehört. Okay. Ich habe die Schüsse gehört. Ah. Ach, Mann, ey. Ja, GG. GG, GG, Mann. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank fürs Zusehen. Eine fantastische Folge. PUBG! Tu dir! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo. Bye, bye. Tschüss.